Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Manche Tage sind besser, manche schlechter. Mein Mittwoch in Berlin ist selten sehr gut, denn der Petitionsausschuss beginnt schon um 8 Uhr in der Früh. Heute Morgen wäre ich fast zu spät gekommen. Meine Zahnbürste hat noch Winterzeit. Web 4.0 hat sie noch nicht erreicht und gegen meine händischen Bemühungen, sie auf Sommerzeit umzustellen, hat sie sich bisher erfolgreich zur Wehr gesetzt. Ich schließe mich damit jetzt endgültig der Mehrmeinung an, nämlich mehr als 70% der Bevölkerung wollen die Zeitumstellung abschaffen. Ein Viertel der Bevölkerung erfährt gerade durch das Vordrehen der Uhren gesundheitliche und psychische Probleme. Allein in dieser Wahlperiode erreichten uns 758 Petitionen zur Abschaffung der Zeitumstellung. Im März 2017 beschloss der Petitionsausschuss, Kollege Fietz hat dies schon erwähnt, in mitberatender Funktion den Antrag zur Abschaffung der Zeitumstellung an die EU weiterzuleiten. Offen bleibt nun für mich die Frage, auf wessen Kosten man sich einigen wird bei der Abschaffung. Ob die Erwachsenen auf eine Stunde Zechen in den lauen Sommerabenden verzichten werden und die letzte Stunde im Dunkeln vielleicht weiterfeiern oder ob für die Kleinsten im Lande der Besuch von Krippen, Kindergärten und Schulen im Winter quasi mitten in der Nacht beginnt. Ich befürchte, es könnte sich wieder einmal eine Einigung auf Kosten der Schwächeren ergeben. Da lobe ich mir doch die Umsicht unseres Verkehrsministers. Kinder unter 8 Jahren müssen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. Das ist die Vorschrift. Ein Petent forderte, dass sie dort auch von ihren Eltern per Fahrrad begleitet werden dürfen. Ansonsten könnten die Eltern ihrer Aufsichtspflicht nicht angemessen nachkommen. Der Ausschuss bat das Verkehrsministerium um Stellungnahme. Die Antwort war: Die Anregung des Petenten wird bei der nächsten Änderung der Straßenverkehrsordnung sofort umgesetzt. Seit Dezember 16 ist dem Anliegen des Petenten entsprochen. Das ist Alexander Dobrindt mit einem Herz für Kinder. Diese Petition ist ein wunderbares Beispiel, wofür das Petitionsrecht steht. Jedoch sind die Sorgen der Petenten selten so klar zu beschreiben, vor allem dann nicht, wenn sie im Sozialrecht liegen und Einzelfälle betreffen. Und gerade deshalb ist das Petitionsrecht als ein im Grundgesetz verankertes Recht für jedermann so wichtig und der Petitionsausschuss eben kein altmodischer Kummerkasten. Jeder soll seinen Kummer bis auf die höchsten Spitzen des Elfenbeinturmes tragen können. Niemand interessiert sich für die Sorgen eines Max Kummermann. Niemand würde seine Petition zeichnen. Und der Petent Max Kummermann weiß, er ist mit seinem Anliegen auf das Gehör des Petitionsausschusses angewiesen. Und so liegt denn seine Petition feinsäuberlich mit vielen anderen Einzelpetitionen neben viel gewichtigeren, weil von Hunderten oder von Tausenden von Zeichnern unterstützten Petitionen. Und sie wird vom Petitionsausschuss nach wie vor gewissenhaft behandelt, oft auch mit viel Emotion und dem Wunsch zu helfen. Immer mit dem Wunsch zu helfen. Auch ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschusses an dieser Stelle ausdrücklich. Das Petitionswesen des Bundestages war ursprünglich vielleicht nicht unbedingt als Instrument für Verbände und Organisationen gedacht. Diesen stehen auch andere Wege offen, ihre Interessen durchzusetzen. Aber der einzelne Bürger ist auf die Möglichkeit einer Petition angewiesen. In den letzten Jahren tauchen immer mehr Online-Portale für Kampagnen auf, die auch Petitionen als solche namentlich erwähnen. Für Nichtjuristen ist das verwirrend. Diese alternativen Petitionsplattformen mögen Petenten dazu verleiten, dort ihre Petitionen einzureichen, wie wir heute schon mehrfach gehört haben. Sie halten dieses Vorgehen vielleicht für effektiver, als sich mit ihrem Anliegen direkt an den Bundestag zu wenden. Kein Wunder. Ich zitiere sinngemäß aus deren Internetseiten.
Wir wenden uns mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen in Parlamenten, Regierungen und Konzernen etc. Wir schmieden Bündnisse, tragen unseren Protest auf die Straße etc. mit großen Demonstrationen und so weiter. Das klingt beeindruckend und demonstriert Macht. Aber Petitionen, die dort landen, erreichen den Bundestag nie, versinken eher im Nirgendwo des Internets und vor allem dann, wenn sie nicht zum Meinungsbild des Plattformbetreibers passen. So verliert das Petitionsrecht seine ehrwürdige Rolle eines Grundrechts und wird von nicht greifbaren Scheinrechten ersetzt. Ich halte diese Entwicklung für sehr bedenklich. Und nun zum letzten ganz persönlichen Punkt. Lieber Herr Baumann, lieber Günther, als letzte Rednerin der CDU-CSU-Fraktion will ich mein Wort an dich wenden. Du wirst als Vorsitzender unserer Arbeitsgruppe bald deinen Platz räumen. Fast 15 Jahre hast du unsere Arbeitsgruppe mit Kompetenz, Umsicht und Begeisterung durch die unterschiedlichsten Höhen und Tiefen unserer Ansichten geführt. Humorvoll, geradlinig, streitlustig in der Sache und immer ausgleichend. Eine Petition will ich gern noch einmal ansprechen. Sie lag lang vor meiner Zeit. Vielleicht kann ich dir damit eine kleine Freude bereiten. Wie man mir erzählte, hast du unerschrocken gegen eine einheitliche Farbgebung für alle deutschen Autos gekämpft. Zitronengelb sollten sie werden, nach dem Willen des Petenten. Seine Begründung war, mit einheitlich gelber Farbe würden Unfälle vermieden, das Landschaftsbild würde verbessert und vor allem würden Ost und West besser zusammenwachsen. Ost und West sind bereits zusammengewachsen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. Die beiden anderen Gründe gehen in Bayern derzeit gar nicht. Die Landschaft ist gelb. Wohin man schaut, Löwenzähne und blühende Rapsfelder. Gelb, gelb und nochmal gelb. Das Landschaftsbild schreit geradezu nach einer anderen Farbe. Was doch auch wieder für eine Vereinheitlichung der vielen und damit nicht aussagekräftigen Autofarben spräche. Aber aus Sicherheitsgründen müsste es eben die Komplementärfarbe von Gelb sein. Blau. Enzianblau. Oder vielleicht Himmelblau. Nein, CSU-Blau müsste es sein. CSU-Blau sollten wir alle umlackieren. Die roten und die grünen Autos, lieber Günther. Ich hoffe, du kannst meinem Vorschlag einiges abgewinnen. Leider können wir ihn im Detail mit mir am Pult nicht länger beraten, denn meine Redezeit ist jetzt zu Ende. Es wäre auch nutzlos, denn die Petition ist schon lange abgeschlossen. Lieber Günther, ich wünsche dir alles Gute in einem langen und glücklichen Ruhestand. Herzlichen Dank für alles, für deinen Einsatz und ganz persönlich für deine Geduld mit mir als Newcomerin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Kollege Markus Paschke für die SPD.